Die goldene Zeit der Operette erlebten die Besucher des Seniorenzentrums in Schwechat. Der Sänger und Conferencier Franz Gruber versetzte die Senioren mit seiner charmanten Klavierbegleitung in die schöne, gute alte Zeit zurück. Heute ist hier im Seniorenzentrum der Nachmittag der Operette. Was werden wir denn heute hören? Ja, natürlich Operettenschlager. Wir beginnen mit Freunde, das Leben ist lebenswert. Dann kommt Dunkelrote Rosen aus der Operette Gasparone von Karl Millöcker. Es kommt aus Le Chanteur de Mexico, einem französischen Operette Mexiko. Es kommt der kleine Gardeoffizier. Es kommt auch der Kaktus, also das ist jetzt nicht direkt Operette, aber in diesem Zeitrahmen passt das rein. Das Thema heißt ja die goldene Zeit der Operette. Das heißt, Sie werden heute die Senioren hier im Zentrum ordentlich unterhalten? Ja, das ist die Aufgabe heute, dass die Leute mitsingen, dass sie Freude dran haben, dass sie sich vor allem erinnern an eine schöne Zeit, die sie gehabt haben, weil man darf ja nicht vergessen, Heinz Konrads, die ganzen Nachmittagssendungen, Wunschprogramme, Anneliese Rothenberger, das waren damals wirklich Stars und viele dieser Leute haben diese Sendungen gesehen und das soll eben wieder diese Gefühle hervorrufen, dass man sich freut an dieser Zeit und sich wieder erinnert an die schöne Zeit. Wenn Sie das Thema Operette definieren müssten, wie würden Sie denn die Operette erklären? Ja, die Operette ist eigentlich, was heute das Musical ist. Es ist der Nachfolger von der Operette. Es ist wunderschöne Musik, zu Herzen gehend. Und es hat wirklich eine goldene Zeit gegeben mit Franz Lehár, mit Richard Tauber. Das waren ja damals die Michael Jackson von heute. Und so gesehen ist die Operette eigentlich zeitlos und wird auch heute von allen großen Sängern, Opernsängern, Operettensängern gesungen, also Jonas Kaufmann hat Freunde, das Leben ist lebenswert im Programm, Placido Domingo, also alle Tenorgrößen singen immer wieder gern Operette. Sie selber sind ja als Beruf Korrepetitor, das heißt, Sie begleiten sämtliche Sänger, auch in der Staatsoper. Ja, das ist richtig. Ich arbeite sehr viel mit Sängern aus der Wiener Staatsoper zusammen, aber auch mit Sängern aus der Volksoper. Der Beruf des Korrepetitors bedingt aber auch, dass man mit Solo-Violinisten oder mit einem Flötisten oder sogar mit Panflöte mal was Exotisches zusammenarbeitet. Das ist macht sehr viel Spaß, es ist sehr abwechslungsreich, weil man, wie gesagt, verschiedene Genres, verschiedene Sänger, jeder macht es ein bisschen anders, hier eigentlich immer sehr spannende Erfahrungen machen kann. Was ist das Allerschwierigste am Begleiten? Das Wesentliche beim Korrepetitor ist, dass er zuhört, dass er genau hört, wo atmet der Sänger, wie phrasiert der Sänger, dass er mitgeht, wo benötigt er jetzt einen Atem. Da muss man natürlich mitatmen als Korrepetitor, um so eine bestmögliche Unterstützung für das Gelingen des Werkes zu gewährleisten.